Es begann an einem Frühlingsmorgen. Michaels Mutter war verreist. Michael war 11 und er hatte eine Schwester, die war ein Jahr älter und hieß Susan. Jetzt, wo Mutter verreist war, waren Michael und sein Vater auf Gnade und Ungnade Susans Kochkünsten ausgeliefert. Brr, dieser komische Brei, den sie da gerade wieder mixte. Und wie sie sich aufspielte, wie sie in Mutters blauem Morgenkleid durch die Küche stolzierte, immer darauf bedacht, nicht zu stolpern. Sie hat gesagt, ich darf es anziehen. Aber wozu? Du siehst damit aus wie eine Vogelscheuche. Tut mir leid, aber das kann ich auch nicht ändern. Jetzt gib mir deinen Becher. Du glaubst doch nicht, ich trinke das Zeug. Dein Toast verbrennt. Oh Gott. Komm schon, trink das, Michael. Nein, das ist Obst, genauso wie Mama es macht. Und du trinkst das. Ich will das nicht. Na komm. Oh Mann, das hältst du doch im Kopf nicht aus. Pizzagesicht. Michael hatte Susan mit dem Arm weggedrängt und der Obstbrei spritzte über den ganzen Küchentisch. Wütend rannte Susan die Treppe rauf zu Vaters Atelier, um ihrem Ärger Luft zu machen. Hörst du? Das kann ich nicht ab. Was ich auch tue, ist falsch. Das Frühstück, das Essen, mein Kleid. Dad, hey, ich rede mit dir. Ja, ich höre dich, Susi. Aber ich bin heute einfach zu müde für eure ewigen Streitereien. Ich habe die Nacht durchgearbeitet. Für ihn ist das auch nicht einfach, dass Mami nicht da ist. Vergiss das nicht. Was soll das heißen? Sie ist ja nicht tot, nur verreist. Susan hatte sich wirklich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Vater hatte die ganze Nacht hindurch gemalt. Er musste sich beeilen, weil sein Käufer am Vormittag vorbeikommen und die Bilder abholen wollte. Der Käufer hieß eigentlich Arthur, aber die Kinder nannten ihn Rabbit, weil er immer die Nase krauszog und schnüffelte, eben wie ein Kaninchen. Sie mochten ihn nicht besonders. Michael wollte gerade anfangen, den Tisch sauber zu machen, als sein bester Freund Conny klopfte. Conny Wong. Hi, Superman. Kommst du auch zum Training? Hi, Conny. Hey, was ist denn mit dir? Gar nichts. Susi. Also, hier nur kleiner Bruder, nicht? Und auf dem Rasen der große Star. Komm schon. Du übertreibst. Hey, hast du die Feuerwehr gehört heute Nacht? Soll das ein Witz sein? Ich war mitten in der Action. Oh, ich armer alter Vater. Hi, Mr. Baskin. Hi, Susi. Hi, Conny. Conny war bei dem Feuer heute Nacht. Ja, das war fabelhaft. Alles ging so Mitternacht los. Die halbe Nachbarschaft war da, aber ich war ganz nah dran. Na, darauf hätte ich. Mann, diese Flammen, das hättest du sehen müssen. Wo war das denn? Das alte Spukhaus hinter der Schule, wo die Penner immer drin schlafen im Winter. Oh Mann, das alte Spukhaus. Das ist traurig. Ich habe gestern einen von denen gesehen, von den Pennern, die da hausen. Er saß vor der Bank und hat gebettet. Aber niemand hat ihm was gegeben. Ist schon komisch, wie kleine Dinge, die du tust, dein ganzes Leben verändern können. Ich habe ihm Geld gegeben. Alles, was ich hatte. Mensch, unser Training fängt an. Komm endlich, Michael. Hey. Spiel wie Maradona. Und kämm deine Haare, Michael. Ja. Auf dem Weg zur Schule kamen Conny und Michael an dem abgebrannten Haus vorbei. Michael wollte hineinklettern, aber Conny riss ihn zurück. Erstens hatte er Angst und zweitens waren sie sowieso schon zu spät dran. Während des Unterrichts konnte Michael sich auf nichts konzentrieren. Immer sah er das brennende Haus mit den Pennern darin. Sogar in der Zeichenstunde, die der Senior gab. Der Senior war den Kindern unheimlich. Er war hager und grausam. Und wenn er lachte, klang es drohend und gefährlich. Heute ließ er die Kinder seinen Hund Jim abzeichnen. Seht ihn an. Seht, wie er da sitzt. Seht, wie die Muskeln unter seinem Fell spielen. Ja, das ist Anatomie. Ein wirklich großer Künstler kennt die Anatomie. Bleib hier, Jim. Bleib sitzen. 5 Minuten für diese Pose. Genau 5 Minuten. Hey, Michael. Warst du an dem ausgebrannten Haus? Ja, aber das alles verhammelt. Du kannst nicht rein. Weißt du was? Es heißt, das sind noch tote Penner. Silenzio!
Seht ihr den Schatten unter seinem Bauch? Trois dimensions, drei Dimensionen. Seht ihr an! Ach, ihr sollt den Hund malen und nicht eure Fantasien. Ich zeichne nicht mit Fantasie, Senior. Ich male mit Holzkohle. Oh, Mama mia. Typisch meine kleine Schwester. Pass auf, Mike. Was sollen diese albernen Schnörkel da sein? Das sind Flammen, Senior. Flammen? Ich sehe gar keine Flammen hinter Jim. Ich habe sie mir vorgestellt. Du hast sie dir vorgestellt? Du stellst dir etwas vor in meiner Klasse? Ich hab tausendmal gesagt, keine Fantasie, nur das, was du siehst. Ich will absolute Genauigkeit. Das hier, das ist genau, das ist der Hund. Das ist nur Müll. Nochmal von vorne. Wenn sein Vater seine Bilder für 6.000 Dollar verkauft, wieso taugen seine dann nichts? Lass mal sehen, was du falsch gemacht hast, Wong. Alles falsch, alles falsch. Wenn Sie das tun, Senior, dann werde ich nie mehr einen Fuß in Ihrer Klasse setzen. Und das schwöre ich. Und Conny sah den Senior so grimmig an, dass der das Bild sinken ließ, ohne es zu zerreißen. Nach der Schule kamen Michael, Conny und Susan wieder an dem abgebrannten Haus vorbei. Michael hatte seine Absicht noch nicht aufgegeben. Du willst wirklich da rein? Heilige Makrele! Du willst doch nicht wirklich da rein. Doch, das wirst du schon sehen. Ich gehe über das Gerüst. Über die Rutsche hier ist es leichter, hm? Hey, Michael, lass doch den Quatsch! Komm da runter, Michael! Mensch, sei nicht so blöd! War keine gute Idee von mir. Tut mir ja auch leid, okay? Aber das ist Selbstmord. Okay, wenn du so blöd bist, ich hau jetzt ab. Hörst du? Ich bin weg. Als Michael wieder zu sich kam, lag er auf seinem Bett und sein Vater, Conny und Susan beugten sich über ihn. Oh, bin ich. Alles okay, Sohn, du bist zu Hause. Dad, ich hab angerufen. Der Doktor sagt, er macht keine Hausbesuche. Großartig, der Bengel könnte sterben vor lauter Fürsorge. Sterb ich jetzt? Nein, du wirkst auf mich noch ganz lebendig, Kleiner. Was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube... Conny und ich gingen zu dem verbrannten Haus. Verflixt, Konrad, das habe ich mir fast gedacht. Nein, ehrlich, ich habe ja versucht, ihn zu stoppen. Stoppen? Wobei? Erinnern Sie sich, heute Morgen habe ich von dem Feuer erzählt. Sie wurden böse wegen der Penner. Also er wollte es auch sehen. Ich habe gesagt, das ist Selbstmord. Ehrlich, aber er hat gesagt, da wären noch Menschen drin. Ich habe gesagt, ich würde abhauen, aber als er nicht kam, bin ich auch geblieben. Er ging an ein Fenster und sah irgendwas. Aber was hat er gesehen? Also, ich weiß nicht mehr. Armer Kerl. Das ist ein schwerer Fall von Amnesie. Hey, du kleiner Glückspilz. Du hattest wohl eine besondere Art von Horrorerlebnis. Vergiss nicht, die Leute zahlen gutes Geld für Horror im Kino und du kriegst ihn umsonst. Richtig? Ja. Yeah. Also bis später, Konrad. Kommt er in die Schule morgen? Na klar. Zisch ab. Am nächsten Morgen ging es Michael schon besser. Er hatte nur noch ein bisschen Kopfschmerzen. Als er in die Küche kam, saßen Vater und Susan schon am Frühstückstisch. Conny war auch gekommen. Hi, Conny. Haben wir heute Fußballtraining? Oh, du gütiger Himmel. Michael! Wo sind deine Haare? Was redest du von meinen Haaren? Du hast keine. Nein, nein, keine Panik. Jetzt setz dich hier hin und lass mich in Ruhe nachdenken. Dad. Ja, komm. Mike, für mein Kind. Glatt wie dein Schädel, oder? Und wie fühlt es sich morgen früh an? Na komm. Braunstoppelig? Genau, ganz genau. Und wie wird dein Kopf sich morgen früh anfühlen?
Hm? Auch Rauenstoppelig? Ich schwöre dir, das ist so. Rau wie Sandpapier. Und wenn nicht, gehen wir zu Dr. Einstein-Eppstein. Schnell wie der Blitz. Okay? Die Tage vergingen und Michaels Kopf blieb kahl wie eine Billardkugel. Sie hatten keine Wahl, sie mussten zu Dr. Eppstein. Aber als sie ihm alles erzählt hatten, sagte der nur, das ist die Angst. Natürlich war es die Angst, die Michaels Haare hatte ausfallen lassen. Das wusste Michael inzwischen auch. Aber was war die Angst? Am nächsten Tag stellte der Senior merkwürdige Fragen. Was ist mit deinem Freund Michael? Er fehlt wieder in der Schule, nicht? Ich weiß nicht, Sir. Es geht ihm nicht besonders, oder? Ich weiß nicht, Sir. Er hat ein Problem, nicht wahr? Nein, Sir. Bitte kann ich gehen? Nein. So, du siehst also nicht, dass alles ziemlich merkwürdig ist an seinem Problem. Nein, Sir. Welches Problem, Sir? Am nächsten Schultag wurde der Senior ins Lehrerzimmer gerufen. Senior, ich muss ein ernstes Gespräch mit Ihnen führen. Ich hatte einen Anruf von Klein Williams Mutter. Der Kleine hat die ganze Woche Albträume gehabt. Albträume? Besser Albträume als Tagträume in der Klasse. Miss Broom, liebe Miss Broom, Sie können ja gar nicht ahnen, welch furchtbare Kämpfe ich täglich gegen die Fantasie führen muss. Der Geist der Kinder schwebt in den Wolken. Ich sage, malt den Hund und Sie zeichnen Feuer. Senior, ich hatte meine Zweifel an Ihnen und habe Erkundigungen eingeholt. Was eingeholt? Ich fand heraus, dass Sie zweimal aus der Schule rausgeworfen wurden, dass Sie berühmte Bilder gefälscht haben und dass Sie viermal Ihren Namen geändert haben. Und Sie geben vor, Sie wären Rembrandts Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel. Ich bin ein großer Lehrer. Ich bin ein großer Künstler. Und ich bin ein Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel. Ich studierte in Rom, Paris, Milano, Florencia. Ihr seid doch nur Würstchen hier. Elende Würstchen. Ach so, Sie meinen wohl Wilde. Ist auch egal. Ich gehe. Essen Sie Ihre Wilden. Wir gehen, Jim. Nach der Schule ging Conny zu Michael nach Hause. Schon von Weitem hörte er ihn Schlagzeug spielen. Wie ein Irrer schlug er auf das Instrument ein und seine ganze Verzweiflung lag in jedem Schlag. Hey Mike, weißt du was? Der Senior wurde entlassen. Hau ab, Conny! Ich will jetzt keinen Besuch! Freundlich sein. Ich sehe entsetzlich aus. Hört ihr? Entsetzlich! Doch die Familie ließ nicht locker. Wenig später kamen Vater und Susan zurück. Susan versteckte irgendetwas hinter ihrem Rücken. Okay, Susi, schnell setz sie auf. Nein, ich will keine Perücke. Komm schon, Mike, das ist doch besser so. Schnell setz sie auf. Mike, hör zu, hör mir eine Minute zu. Nein, Michael, das ist Mist. Das ist doch nur zu deinem Besten. Ach, der sture kleine Bock. Oder willst du dich für den Rest deines Lebens im Haus verstecken? Halt still und lass sie dir aufsetzen, nur eine Sekunde. Wenn es dir nicht gefällt, nehmen wir sie sofort wieder ab. Also los. Jetzt mach die Augen auf. Sieh in den Spiegel. Klasse. Also? Na komm. Aber die verrutscht doch. Warte, ein kleines Tröpfchen hiervon. Ein Klecks, ein Tröpfchen Kleber. Gib das ist Zauberkleber. So. Ja. Ja, klasse. Und die hält? Na sicher doch. Die sitzt felsenfest. Doch die Katastrophe passierte schon am nächsten Tag. Beim Fußballspiel. Du hast mir ein Bein gestellt. Komm schon, Mike, beweg dich. Zu Hause schlich Michael ans Telefon, um Mutter anzurufen.
Sie fehlte ihm ja so. Aber was waren das für Schatten in der Küche? Zögernd näherte er sich der Tür. Hallo, du kleiner Glatzkopf. Hi. Du erinnerst dich nicht mehr an mich? Entschuldige bitte. Du hast mir geholfen. Der letzte Mensch, der mir geholfen hat. Das ist Mary. Tja, in der Nacht darauf wurden wir gebrutzelt in dem Feuer. Wir fühlen uns schuldig deinetwegen. Stimmt doch, Mary. Aber ihr könnt doch nicht einfach in unser Haus, oder? Oh, wir können, denn wir sind Geister. Geister können überall hin. Setz dich hin. Mary hat was für dich. Ah, hier ist es. Hier ist Old Charlies Wundermittel. Was steht da? Hey, Finger weg! Das hier ist mein letzter Schatz. Du kannst es lernen, aber nicht haben. Also, eine richtig reife Banane. Na komm schon, sag es! Eine richtig reife Banane! Eine richtig reife Banane. Schmier ich auf mein Haar. Du musst sagen, schmier ich auf mein Haar. Bei jeder Zutat. Also der Schnellste bist du wirklich nicht. Eine richtig reife Banane schmier ich auf mein Haar. Gott, 5 tote Fliegen. 5 tote Fliegen schmier ich an mein Haar. Oh nein, 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 schmier ich auf mein Haar. Ihr lernt wohl nichts mehr in der Schule. 5 tote Fliegen schmier ich auf mein Haar. Gut schon, Mary. Ein faules Ei. Ein faules Ei schmier ich auf mein Haar. 3 Lakritzstäbchen. 3 Lakritzstäbchen schmier ich auf mein Haar. Du beeil dich doch, Mary. Ja, 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 ja. Eine Handvoll Katzenfutter. Eine Handvoll Katzenfutter. 3 kleine Chips. 3 kleine Chips. 3 knusprige Cracker. 3 knusprige Cracker. 9 Löffel voll Erde. 9 Löffel voll Erde. Und ein Gläschen Flippers frisch. Was ist Flippers frisch? Oh, ein Mundwasser. Das beste Mundwasser der Welt. Schmier ich alles auf mein Haar. Richtig. Wir müssen gehen. Ja, 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 also, das letzte ist ein Kaffeelöffel voll Erdnussbutter. Die ist wichtig, damit sich alles schön verrühren lässt. Aber du darfst nicht mehr davon nehmen. Pass auf. Was passiert sonst? Also, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Du passt schön auf, hä? Achte auf deine Hände. Das Zeug darf nicht an deine Hände. Es ist möglich, dass die Haare auf den Händen wachsen, wenn da was draufkommt. Meine Hände? Und auf der Nase. Auf der Nase? Ja, sicher, überall. Also, viel Erfolg, Glatzkopf. Damit verschwanden Mary und Tom. Verwirrt machte sich Michael auf die Suche nach den nötigen Zutaten für das Wundermittel. Er merkte nicht, dass Susan und Vater ihn beobachteten. In der Küche schüttete er alles in den Mixer. Last aber not least, 1 Glas Flippers frisch. Los, Susan, schütt das Zeug ins Klo, schnell! Schnell! Nein, Mike, nicht! Mike, tut mir leid, aber wir konnten dich das nicht trinken lassen. Der Stoff könnte dich umbringen. Ich wollte das nicht trinken! Nein? Es war aber auch wie verhext. Immer wenn sie ihm helfen wollten, verdarben sie alles bloß. Heimlich, und diesmal merkte wirklich niemand etwas, bereitete Michael einen neuen Topf voll von dem Brei. Nur das Zeug tropfte noch viel zu sehr. Boah, das stinkt ja vielleicht. Das Zeug darf nicht so flüssig sein. Ich tue einfach mehr von der Erdnussbutter rein. 2, 3, 4, 5 Löffel Erdnussbutter. Hey, es läuft nicht mehr. Das ist die richtige Mischung. Haha, ich bin ein besserer Maler als Dad. Um nicht das ganze Kopfkissen zu verschmieren, setzte Michael Mutters Duschhaube auf und ging zu Bett. Am nächsten Morgen lief er voller Hoffnung ins Bad und rubbelte sich unter der Dusche den ganzen trockenen Schlamm vom Kopf. Nichts. Kein winziges Haar.
Enttäuscht ging Michael in die Küche. Susan sah ihm entgegen. Dann sprang sie auf. Hey, was hast du denn da? Wieso? Nichts habe ich da. Ich war gerade unter der Dusche. Halt mal still. Irgendwie sieht das merkwürdig aus. Du hast ganz kleine Stoppeln auf dem Kopf. Ist das auch kein Quatsch? Nein, das sind Haare. Dad! Dad! Dad, komm mal schnell! Okay, was ist denn jetzt wieder los? Das musst du dir ansehen, Dad. Michael hat neue Haare. Oh, klasse! Mike! Oh, ist das schön, Kumpel. Der Albtraum ist vorbei. Ich hab's ja gesagt, die Natur ist wunderbar. Der Frühling ist gekommen, die Bäume schlagen aus und die Blumen sprießen und deine Haare machen mit. Genau wie dein Kind. Und wie schnell sie mitmachten. Gerade noch heller Flaum wie auf dem Kopf eines Babys, konnte man jetzt schon kaum noch die Kopfhaut sehen. Als Conny kam, konnte es kaum glauben. Oh, du siehst richtig, Conny, ich hab Haare. Gratuliere, ich freue mich für dich. Mein Schädel kitzelt wie verrückt. Du liebe Zeit, das wächst 100 Meilen in der Stunde. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Conny ließ nicht locker, bis Michael ihm das Glas mit dem Wundermittel zeigte. Hier, mein Geheimrezept. Ja, und wo hast du das? Ist eine lange Geschichte, erzähl ich dir später. Man tut das auf die Glatze? Tut das weh? Nein, aber es ist gefährlich. Darf ich auch mal? Mann, wozu denn? Du hast doch eine Menge Haare. Sicher, aber... Aber was? Aber ich möchte auch ein paar da unten. Ach, du spinnst doch. Nein, geh raus und lass den Jungen tun, was ein Junge tun muss. Du bist verrückt, Conny Wong. Absolut verrückt. Aber am verrücktesten war es wohl, dass man wirklich zusehen konnte, wie Michaels Haar wuchs. Er sah jetzt schon aus wie ein Mädchen. Und in der Schule musste er einige Hänseleien über sich hergehen lassen. Hi, Mike! Probierst du wieder eine Perücke aus? Nee, das ist keine. Hier, guck doch selbst. Ih, der hat ja Schuppen. Siehste, wenn das eine Perücke wäre, hätte er dann Schuppen? Hast ja recht. Mami hat gesagt, du sollst nach der Schule sofort nach Hause kommen. Okay, okay. Setzen wir das Komma hin. Und 56 durch 25 ist 2. 56 weniger 50 bleiben 6. Also das Komma nicht vergessen. Und die 25 passt in die 50 zweimal rein. Denn 2 mal 25 ist 50. Ruhe, Kinder! Lasst bitte seine Haare in Ruhe. Mr. Grimgras, sie bewegen sich. Ja, als wenn sie lebendig wären. Nichts bewegt sich. Es ist nur zu lang. Sie waren ganz kurz heute Morgen. Unsinn. Willst du mich vielleicht auf den Arm nehmen? Menschenhaare wachsen nur 1 Zentimeter im Monat. Nicht mehr. Nicht meine Haare, Sir. Eine Weile ging der Unterricht weiter und Conny, der geduckt hinter Michael saß, schnitt wie wild drauf los. Doch das Haar wuchs schneller und schneller und endlich riss dem Lehrer die Geduld. Okay, ihr beiden. Das ist ein Klassenzimmer und kein Friseursalon. Runter zu Miss Prum, ihr beiden. Da half kein Sträuben, kein Erklären. Die beiden mussten zur Direktorin. Tut mir leid, Jungs. Die Schnippelei stört zu sehr. Hier waren heute 3 Lehrer und haben gesagt, sie würden gehen, wenn sie dich nochmal in ihrer Klasse sehen. Also, mach die Stunde noch zu Ende und dann gehst du besser nach Hause. Und du, Conny... Ich denke, bei dir gibt's das Problem auch. Oh ja. Conny wuchsen die Haare zu den Hosenbeinen heraus. Doch er fand die Lösung. Er sagte einfach... Stopp! Ich sagte Stopp!
hört sofort auf zu wachsen. Stopp! Und wirklich, die Haare hörten auf zu wachsen. Doch auf eine so einfache Lösung kam Michael nicht. Er litt schrecklich. Und nachts hatte er grausige Albträume. Er träumte von Bergen von Haaren. Er träumte vom Signor, der böse lachte. Und von Jim. Er war so verzweifelt, dass er aufstand und in die Nacht hinauslief. Draußen fegte ein kalter Wind durch die Straßen. Und nach einiger Zeit war Michael so erschöpft, dass er sich in eine Häuserecke kauerte und einschlief. Und da kam er und holte ihn. Finalmente è arrivato. Che magnifici cappelle. In den nächsten Tagen geschahen merkwürdige Dinge in der Stadt. Zuerst war nur Michael verschwunden, dann wurden es immer mehr Kinder. Erst 5, dann 10, dann 20. Auch Mai Ling, Connys kleine Schwester, war darunter. Susan und Conny wussten nicht weiter. Ich raff nicht, wieso dein Vater nichts macht. Er weiß doch immer alles besser. Dad fällt aus, er gibt sich die Schuld. Weißt du, was er getan hat? Er zerfetzt ein halbes Dutzend Bilder und zerbricht alle seine Malpinsel. Ehrlich? Ehrlich. Das ist doch Wahnsinn. Wie kriegen wir jetzt Dad wieder in die Gänge? Weißt du, er war immer so dufte. Hey, ich hab eine Idee. Gemeinsam liefen sie zu dem kleinen Laden an der Ecke, wo Vater immer sein Malzeug kaufte, und fragten nach einem besonders schönen Pinsel. Warum bringst du deinem Vater nicht einen von diesen? Das wird ihm Freude machen. Die sind völlig neu und was ganz Besonderes. Conny, fühl die Haare. Wieso? Das sind Haare. Borsten, Haare. Wo ist der Unterschied? Ich kenne diese Haare. Ich habe sie geschnitten. Du denkst? Bist du sicher? Wir halten ein Büschel von Michael in der Hand. Können Sie uns sagen, woher Sie die bekommen? Leider nicht. Der Lieferant fährt einen großen roten Transporter. Und ich weiß nicht seinen Namen. Wissen Sie denn den Namen der Firma? Die Firma hat keinen Namen. Also wollt ihr den Pinsel kaufen? Fein. Und wenn nicht, lasst mich meine Arbeit machen. Bitte, bitte, es geht um Leben oder Tod. Okay, und jetzt raus. Nicht so eilig, Mister. Wir nehmen den Pinsel. Gib ihm das Geld. Okay. Danke. Reicht genau. Oh, wartet mal, da fällt mir was ein. Als ich nach seinem Namen gefragt habe, da sagte er, ich habe keinen Namen. Und ich sagte, wie soll ich Sie anreden? Da sagte er, nennen Sie mich Signor. Der Signor? Ich fragte ihn, wann kann ich die Lieferung erwarten? Er sagte, jeden Donnerstag. Und morgen ist Donnerstag. Am nächsten Tag versteckten sich die beiden in der Nähe des Ladens und warteten. Conny, das rote Auto! Wach auf! Das rote Auto! Hä? Er ist da! Der Signor! Das, worauf wir gewartet haben! Siehst du? Los! Mach schnell! Versteck dich! Und während der Signor einen Stapel Kartons in den Laden trug, huschte Conny in den Lieferwagen. Er bereitete ein dünnes Rohr vor, durch das er während der Fahrt Zucker auf die Straße rieseln lassen wollte. So konnte ihm Susan auf dem Rad folgen. Alles ging gut, bis eine Straßenkehrmaschine den Zucker wegfegte. Oh nein! Ich glaube es einfach nicht! Was habt ihr gegen meinen Zucker? Klasse. Und was fange ich jetzt an? Doch das war noch nicht alles. Als der Signor an seinem Ziel angekommen war, fand er Conny hinten im Wagen. Aha, ein Spion von Miss Broom, hä? Nein, ein Inspektor von der Kidnapperabteilung. Ach ja, Kidnapperabteilung. Komm mal raus da, komm. Und er schleppte Conny zwischen engen, schmutzigen Häuserwänden hindurch, bis sie an ein verfallenes Fabrikgebäude kamen. Quietschend drehte sich der riesige Schlüssel in dem rostigen Schloss. Dann standen sie in einer großen grauen Halle. Kidnapperabteilung. Na warte, Freundchen. Lass uns hier raus! Lass uns hier raus!
So, Inspektor, komm und inspiziere. Die erste und einzige Zauberpinsel- und Haarfabrik der Welt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Da waren die verschwundenen Kinder alle, auch Meiling. Sie saßen an Fließbändern. Am Ende der Fließbänder war eine Öffnung in der Wand und aus dieser Öffnung quollen Michaels Haar. Schlief er? War er betäubt? Sein Haar wuchs und wuchs und die Kinder schnitten es ab und machten Pinsel daraus. Die meisten verkaufte der Senior, aber einige behielt er auch selbst und machte magische Bilder damit. Du willst also nie wieder einen Fuß in meine Klasse setzen, hm? Warte. Jetzt gehst du in eine Klasse, die ich nie wieder heimschicke. Gab es denn wirklich keinen Ausweg? Vielleicht war die Rettung doch schon nah. Dr. Epstein hatte nämlich bei Michaels Vater nach dem Rechten sehen wollen und dabei stellte sich heraus, dass er und Rabbit Brüder waren. Und dass die beiden noch einen Bruder hatten. Der älteste von uns, der ist auch ein großer Künstler. Sergio, sagten wir zu ihm, als wir noch Kinder waren. Wissen Sie, er war ein Irrer. Ein Irrer. Jetzt hat er keinen Namen mehr. Gibt's denn das? Kein Name? Nur noch der Senior? Der Senior? Ja. Und der ist kein Rabbit. Ein Fuchs wäre passend. Der Senior ist der, der wahrscheinlich Michael entführt hat. Und 20 andere Kinder. Atemlos liefen Susan, ihr Vater und Dr. Epstein zu Rabbit. Vielleicht wusste der ja, wo der Senior war. Der Senior? Ich habe keine Ahnung. Das denn Quatsch, du verkaufst doch Bilder von ihm. Mit den Haaren meines Bruders gemalt. Bitte glaub mir, ich weiß nichts. Lass den Mist und pack endlich aus. Du zappelndes Kaninchen. Und sei vernünftig, Arve. Es werden 20 Kinder vermisst. Aber dann gibt er mir keine mehr von seinen Bildern. Er ist hier. Am Freitag. Währenddessen überlegten die Kinder in der Fabrik fieberhaft, wie sie sich und Michael befreien können. Wo willst du denn hin, Conny? Ich gehe und suche Michael. Kannst du nicht. Auf dem Boden sind Stolperdrähte. Die sind unsichtbar. Du kannst nicht gehen. Wenn du dran stößt, wird er wach. Conny überlegte einen Augenblick. Dann griff er nach einem kurzen Stab, der neben ihm auf dem Boden lag, und band einen dünnen Faden daran. Jetzt streckte er den Stab beim Gehen vor sich aus und jedes Mal, wenn er sich einem der unsichtbaren Stolperdrähte näherte, bewegte sich der Faden. Vorsichtig stieg Conny dann darüber weg und bald hatte er den Raum gefunden, in dem Michael lag. So leise er auch gewesen war, Michael hatte ihn gehört. Senior, sind Sie das? Nein, ich bin's, Conny. Ich komme, um dich hier rauszuholen. Bist du's wirklich, Conny? Ja, klar. Bist ein prima Freund. Aber wozu das alles? Red nicht so Quatsch. Ich meine, mit diesen Haaren. Siehst du, hier bin ich zu was gut. Der Senior sagt, sie malen wunderbare Bilder. Ja, ganz grausig wunderbar. Dein Dad würde kotzen. Aha! Guten Abend, Inspektor! Überstunden? Halt aus, Michael! Ich komme wieder! Na warte, Inspektor! So einfach entkommst du mir nicht! Mein Sicherheitssystem ist perfekt! Gleich habe ich dich, du kleiner Mistkerl, du! Hässlich lachend warf der Senior ein Netz über Conny und zog ihn hoch hinauf, bis unter die Decke der Fabrikhalle. Lass mich runter. Mir wird schlecht. Bitte lass mich runter. Bitte, Vater. Ich bin nicht dein Vater. Ich habe keine Kinder. Keine Sorgen. Aber ich will dich als meinen Vater. Das ist doch wieder ein Trick.
Mein richtiger Vater stürzt im Flugzeug ab. Ich will dich als meinen Vater. Du bist ein wunderbarer Künstler. Und ein wunderbarer Lehrer. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Was für ein fantastischer Lügner. Ich bin ein großer Künstler. Ich studierte in Rom, Milano, Florencia. Bravo. Conny hatte es tatsächlich geschafft. In Erinnerungen schwelgend ließ der Signor ihn hinab. Ist dein Vater wirklich tot? Bitte lass mich dein Sohn sein, bitte. Ich werde darüber nachdenken. Ich hatte niemals Kinder, nur Hunde. Zurück an die Arbeit. Die Künstler in aller Welt warten auf ihre Pinsel. Kinder, ihr erlebt jetzt eine Vorführung der schwierigsten Kunst der magischen Malerei. Das heißt, ich werde etwas malen, das habe ich noch nie gesehen. Nicht einmal als Fotografie. Mein Sohn wird mir das Motiv nennen. Und in einer Minute oder schneller wird es hier auf der größten Leinwand erscheinen. Ich bin bereit, mein Sohn. Könntest du mir vielleicht... Michaels Angst malen, Dad? Michaels Angst? Was ist das? Das Ding, das ihm die Haare ausfallen ließ. Ein abgebranntes Haus. Die Angst. Ein abgebranntes Haus? Ein abgebranntes Haus? Ist das alles? Nichts leichter als das. Lustiger Pinsel, komm her. Lustiger Pinsel. Und er malte und malte, vielmehr schien der Pinsel selbst zu malen. Der Signor tupfte ihn nur hier und da und dort auf die Leinwand und magische Kräfte vollendeten das Werk. Ach ja, es ist wunderbar. Hier, mein Junge, nur für dich. Tut mir leid, Dad, aber das ist nicht die Angst. Das ist der Ort, wo es passiert ist. Aber diese Pinsel kennen keine Angst, mein Junge. Sie sehen die Angst nicht einmal. Aber das Bild sieht so echt aus, Dad. Wir könnten doch reingehen. Lass uns zum Fenster gehen und gucken. Also ich gehe. Nein, 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 bleib hier, mein Sohn. Das könnte gefährlich sein. Geh darüber, das ist zu gefährlich. Geht etwas zurück, Kinder. Ich versuche es zuerst, okay? Siehst du, mein Junge? Es ist ganz leicht. Klasse, Dad! Wirklich mutig! Du bist nicht nur ein großer Maler, Dad, auch ein großer Kletterer. Ich bin fast da. Jetzt komm rein! Was ist denn mit ihm? Er hat die Angst gesehen. Und genau in dem Augenblick, in dem der Signor die Angst sah, hörten Michaels Haare auf zu wachsen. Die Angst war jetzt beim Signor. Doch Michael hatte noch etwas zu erledigen. Er blickte zögernd hoch zu dem Bild mit dem abgebrannten Haus. Ich muss noch mal darauf. Nein, nicht! Aber das geht okay. Ich will nur reinsehen. Das ist alles. Du willst doch nicht, dass alles von vorne anfängt. Wird es nicht. Glaub mir. Und da waren sie alle wieder. Mary, Tom und all die anderen Geister. Doch seltsam. Michael spürte keine Furcht mehr. Nur Mitleid. Und unter dem Jubel der Kinder kletterte er wieder aus dem Bild heraus. Doch er hatte sich zu früh gefreut. Der Signor. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich jetzt sofort los! Ich fang euch alle ein wie Schmetterlinge. Da hatte Mai Ling eine großartige Idee. Sie befestigte einen der Stolperdrähte zwischen zwei Säulen
Und als der Senior herbeigerannt kam, schlug er der Länge nach hin. Wie kommt ihr nicht raus? Das schafft ihr nicht! Doch von draußen nahte Hilfe. Susan hatte nicht aufgegeben. Jeden Stadtteil hatte sie abgefahren. Und sie war tatsächlich auf Reste der Zuckerspur gestoßen. Sie, Vater, Dr. Epstein, Rabbit und die Polizei, alle hatten sie die Fabrik jetzt umstellt. Ihr seid meine Söhne. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt nicht. Conny, weiter. Das war nur ein... Keine Bewegung, oder Sie sind ein toter Mann. Du auch. Sergio, wir sind da. Wie konntest du? Vorsicht, der Hund. Ja, wie konntest du? Du hast uns furchtbaren Ärger gemacht, Sergio. Also... Oh, bitte, bitte. Einen Moment. Mein Hund. Kann ich meinen Hund mitnehmen? Mike! Junge, alles okay? Hi! Kommt, ich zeig euch, wo die anderen Kinder sind. Sehr gut. Du hast mir gefehlt, Dad. Ja, und du mir auch, Kumpel. Und auch deiner Schwester, auch wenn sie es nicht sagt. Na komm. Wisst ihr, was ich in dem alten Haus kapiert habe? Der größte Teil unserer Angst kommt nur aus unserer Fantasie. Ja, das war eine wichtige Erfahrung, die Michael da gemacht hatte. Als sie nach Hause kamen, schien sich sogar der Garten mit ihm zu freuen. Okay, wir sind zu Hause, wieder zu Hause. Klingelingeling, alles rauskommen. Oh Mann, sieh dir den Garten an. Ja, blüht ganz toll, nicht? Oh, ich bin ja so froh, Mike. Los, rein mit euch. Im Kühlschrank wartet eine Überraschung. Doch die größte und schönste Überraschung kam erst. Ha, Mama! Du bist zurück. Du warst ja so lange weg. Was ist denn mit deinen Haaren? Das ist eine lange Geschichte. Calling to your heart, everything you see, everything you find, the deepest mysteries all come clearer when you open your eyes. The world is so wide.